Also in meinem Top-Jahr, das war dann 2008, war ich 296 Tage weg von München. So, und jetzt habe ich hier eine echt scheiß Lage, muss ich sagen. Ja, frag mal, meine ist noch scheißiger. Scheißiger. Ganz, ganz viele mehr denken, dass kein Ball treffen, weil sie irgendwas im Schwung falsch haben. Ist ja gut, ja? Ja. Ist ja auch gut, Golf, also ist ja gut. Dann hatte ich auch noch sehr, sehr lange eine ziemlich harte Essstörung. Ich kriege eine richtige Faust. Du kriegst High Five, Frau, du kriegst alles, okay, weil das ist so gut gespielt. Es war so hart und ich hatte so viel Heimweh dann auch irgendwann, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Komm! Ja, nein! Gut Golf aus dem wunderschönen Golfclub München Eichenried. Wir spielen AC, wollte ich gerade sagen. Also AC ist die 18-Loch-Schleife, aber wir spielen heute nur 9-Loch. Also spielen wir nur die A-Schleife. Ich spiele mit Martina Ewall. Viele von euch kennen sie. Wahrscheinlich kennt sie jeder, der sich in Deutschland so ein bisschen mit dem Golfsport beschäftigt. Ich bin sehr gespannt auf ihre Geschichte. Die wird sie uns gleich erzählen. Ihr könnt, und das ist ganz wichtig, kommentieren und ein Abo dalassen. Wie gesagt, ich sage es immer wieder dazu, 60% von euch schauen diese Videos ohne zu abonnieren. Und das wäre wirklich toll, wenn ihr das machen würdet. Also ich spiele registrierte Privatrunde, habe ein Handicap von 4-3 mittlerweile zum Ende der Saison. Das ist doch ganz ordentlich. Und die Karte gebe ich jetzt Martina. Hi Martina. Hi. Gut Golf. 4,3. Cool, ne? Was hast denn du? Du hast gar kein Handicap, ne? Ich bin tatsächlich geführt mit einem, das ist ja jetzt Minus, das früher war es ja Plus. Ich habe plus 5 irgendwie. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Eigentlich habe ich 0. Und was spielst du, wenn du so ganz realistisch bist? Kommt immer drauf an, von welchem Abschlag. Ich glaube, ich spiele von Blau. Von Blau, okay. Weil wir wollen nämlich auch so ein bisschen um was spielen. Also ich würde sagen, wir machen ein ganz normales Loch-Wettspiel. Okay. Und wenn ich gewinnen sollte, dann könnt ihr in der Community eine Stunde bei Martina gewinnen. Wie gesagt, ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo dalassen. Und Martina, ganz wichtig, bei meinem Kanal wünscht man sich kein schönes Spiel, sondern man sagt am Ende gut Golf. Ah, gut Golf. Nice. Den nehmen wir doch mal. Ja, der ist doch super. Ja. Batsch. Sehr gut. Ja, wenn es du mir schon vormachst, dann verstehst du. Dann musst es nachmachen. Wie ist das als Trainerin, die du ja jetzt auch mittlerweile bist? Siehst du immer sofort bei den Leuten so Kleinigkeiten? Naja, also ich achte ja schon sehr, sehr viel auf die Basics und ich mache das jetzt auch schon seit 10 Jahren, das Coaching. Und der Witz ist, dass ganz, ganz viele immer denken, dass sie keinen Ball treffen, weil sie irgendwas im Schwung falsch haben. Aber da weiß es sind so viele Sachen, ob das jetzt Basic Nummer 1 der Griff ist, die Ballposition, wie sie am Ball stehen. Wenn man da immer schon ein bisschen was verändert, fliegt der Ball ja schon ganz anders. Und da sind die meisten immer ganz erstaunt, wenn ich sage, pass mal auf, dein Ball liegt viel zu weit in der Mitte, liegt ein bisschen weiter vorne, auf einmal geht er nicht mehr nach rechts. Ja, und vorher immer schön versuchen, von innen zu kommen und alles Mögliche, weil ich mir immer denke, oh Gott. Aber ja, auf deine Frage hin, ich sehe das schon oft, aber ganz ehrlich, das ist auch so eine Sache, ich möchte niemanden anders und keinen anderen Coach reinreden. Wenn ich mit jemandem spiele und nach irgendwann 12 Loch der 10. Ball nach rechts wegfliegt, sage ich, du, ich glaube, wenn es magst, sage ich dir mal was. Ja, ja. Also der Wille war da. Ja, der ist gar nicht so verkehrt, weil der jetzt aufs obere Plateau rollt. Ja, da passt schon. Ja, der schaut gut aus, ne? Ich wollte gerade sagen, für Mitte grün. Ja, da passt. Marschier. Nice, gut. Oh, der war nicht schlecht. Gut. Das Paar nehme ich mit. Soll ich die Fahne nehmen? Ja, gerne. Ui. Sehr gut. Aber der ist ein bisschen rechts. Super. Nicht schlecht. Also Martina hat ihren Pin high gelegt und war irgendwie nur so halb zufrieden. Aber ja, gut, du darfst es, ne? Du weißt ja, was du mal konntest oder kannst immer noch. Ja, schöne Grüße an Danny, der weiß diese ständige Rummotzen. Ganz kurz, mit Danny hast du gearbeitet, also er war dein Trainer, aber auch dein Caddy, glaube ich, ne? Genau, wir sind die absolute Welt bereist. Auch seine Frau, die Dani, die war eine sehr lange Zeit für mich zuständig in der Agentur, die sich um mich gekümmert hat. Und ja, Danny, als er dann wieder von Amerika zurückkam,
haben wir angefangen zu arbeiten und ich habe ihn mal gefragt, ob er mit mir ein paar Bälle schlagen geht und mir das, sich das mal anschaut und was er so denkt. Und dann sind wir nach Wörthsee, mein Heimatclub, und dann haben wir ein paar Bälle geschlagen. Nach wie vor übrigens, ne? Nach wie vor. Aha. Und dann hat er sich das so angeschaut und dann habe ich ihn angeschaut und hat gesagt, und was denkst du? Und dann hat er gesagt, soll ich dir das jetzt sagen, was du hören willst, oder soll ich dir die Wahrheit sagen? Und ab dem Zeitpunkt haben wir so. Heutzutage, ganz ehrlich, ich bin ganz happy, dass ich noch Golf spielen kann, dass ich meinen Mann und meine Kinder im Zaum halten kann. Zwei Kinder, ne? Ja, 10 und 12. Wow. Zwei Mädchen? Ja, Heidi und Linda. Oder Linda und Heidi. Linda ist die Große. Beide auch Golf spielend? Ja, die Kleine, die turnt lieber. Die turnt lieber. Aber die Große, die checkt schon ganz gut, ja. Ja. Ah, der reicht nicht. Bisschen mehr hätte er gebraucht. Komm mal hier. Nice. Obligatorisch geschenkt. Danke. Sophia. Juhu! Also das gibt jetzt die Birdie-Faust. Die gibt's auf jeden Fall. Nicht das Fäustchen, sondern. Nein, Birdie ist Faust. Ach so, okay, gut. Sehr gut. I like that. Ist wirklich schöner Hieb. Dankeschön. Ja. Das funktioniert ganz gut. Das ist ein toller Schlag gewesen. Danke. Ja. Martina war ja früher Profi. Von wann bis wann warst du auf der Tour? Ich bin mit 21 Profi geworden. Wie kamst du dazu damals? Also was, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, aber wie kam die Entscheidung da zustande? Gab gar keine andere Wahl. Als Amateur habe ich eigentlich alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Ich war auch damals die erste Frau in Deutschland. Da gibt es sogar ein Poster, ganz geil eigentlich, vom Golfjournal damals. Die besten deutschen Handicaps, die 1000 besten deutschen Handicaps. Und ich war damals an 1 mit plus 3,6. Ich bin Europameisterin geworden, war Vize-Weltmeister mit der Mannschaft. Ich habe so viele gute Ergebnisse gehabt, dass es dann letztendlich auch gar keine andere Option gab. Und dazu kam natürlich auch, ich habe mit 16 meine mittlere Reife gemacht. Sollte ganz klassisch eine Ausbildung als Bürokauffrau anfangen. Und ich war genau einmal in der Berufsschule. Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, das ist nichts für mich. Aha. Und wie es der liebe Gott wollte, an dem Tag kam ein Anruf vom Deutschen Golfverband und haben mir damals die Spitzenförderung angeboten. Das war ein ganz neues Programm. Playing Amateur hieß es damals. Als Amateur die Welt bereisen, unterstützt vom Deutschen Golfverband. Und dann haben meine Eltern klipp und klar damals gesagt, okay, wenn du das jetzt machst, dann ist das aber deine Ausbildung zum Profi sein. Und so habe ich es auch gemacht. Und ich hatte eigentlich keine Option B. Ja? Hold it und komm runter. Ja, ein bisschen links, ne? Aber da ist drauf. Ist drauf auf dem Grün? Ja. Richtungskontrolle hat nicht gestimmt. Ja. Komm ein bisschen links. Aber zumindest näher an der Fahne dran. Und jetzt bremst er leider. Mhm. Bisschen mehr bräuchte er. Mhm. Hinten raus. Weil da geht's halt dann wieder bergauf. Ja, der ist besser dosiert. Super. Schöner Part, Martina. Danke dir. Der ist natürlich geschenkt. Oh, das, vielen Dank. Sehr großzügig. Nice. Mach ich. Under pressure. Under pressure. So, warte mal. Pärchenfaust, bis ich das drauf habe. Aber ah, da war die Schlagfläche offen. Leider. Also da sollte der nicht hin. Ah, du machst es auch. Kommst auch darüber. Und hast jetzt hoffentlich aber gleich nicht die Birke vor der Nase. Die Bürokauffrau wollte Martina dann nicht sein, wurde Golfprofi und war dann wie viele Jahre auf der Tour und hat vor allem was gewonnen? Was war denn so dein größter Erfolg? Also ich war von, die Saison 2003 war meine erste Saison auf der European Tour und habe dann klassisch 2012 wieder zum zweiten Mal schwanger dann beendet. Aber ich war dann 10 Jahre auf der Tour und hatte auch das letzte Jahr hatte ich eine Conditional Card in Amerika. Ich hatte damals zwischendrin auch einen amerikanischen Freund und war ja auch in Amerika in der Schule dann noch ein Jahr. Also ich wollte da auch immer hin. Ja, aber das Karriereende war dann alles auch ein bisschen bitter, weil ich hatte dann auch in meinem linken Handgelenk eine Verletzung, eine Sehenscheidenentzündung, die immer stärker wurde. Ich war ja dann auch 2009 noch im Solheim Cup Team und habe dann einfach zum Schluss,
wo es dann wirklich darum ging, zu performen und zu zeigen, dass man fit ist für den Cup. Das konnte ich nicht. Ich habe die US Open gespielt und mit dem Raft, das war mein Untergang, weil ich habe das mit meiner Hand gar nicht machen können. Und die Alice Nicholas war damals unsere Kapitänin und die hat dann gesagt, das muss ich verstehen, dass sie dann jemand anders mitnimmt. Und das war dann alles bitter und alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe insgesamt 4-mal gewonnen. 4-mal gewonnen, also sprich 4 Turniere gewonnen. Genau, ein Turnier war noch so ein Zwischenevent von den Barris Brothers, war das 18 Finest. Das war eine Competition über das ganze Jahr, war mega schwer. Das habe ich dann zum Schluss gewonnen, das war mega cool. Das war eigentlich so von der Leistung her fast das Krasseste, weil es über das ganze Jahr ging. Und was habe ich gewonnen? Mein erstes Turnier waren die Madrid Masters 2007. 2008 habe ich die Italian Open gewonnen in der Toskana und die Nykredit Danish Open. So, und jetzt habe ich hier eine echt scheiß Lage, muss ich sagen. Ja, frag mal, meine ist noch scheißiger. Scheißiger? Wenn es das Wort gibt. Unsinn. Und der ist ziemlich gut. Ja, der ist fast ein bisschen lang. Ja, rollt fast rollt noch drüber. Mhm. Go. Yeah! Ja, der war gut. Wonderful! Danke. Naja, also wenn man so chippt. Wow! Also Martina, da kannst du den Putter stecken lassen. Schaut euch das an! Nee. Ah, der war leider nix. Jawohl, sauber. Das Paar nehme ich schöne mit. Vier. Pärchen. Was? Pärchenfäustchen. Up and down bei Martina. Ja, da ist der gut. Ist der gut, ja? Ja. Ist ja auch gut Golf, also ist er gut. Jawohl. Da ist er perfekt. Gut. Schlag ins Grün. Very impressive. Dein Driver, der marschiert, der ist ja gut. Ja? Den mag ich heute. Ja, wenn der jetzt über die Weide geht. Ja, ist durch. Dann war Martina also ganz lange auf der Tour. Und dann ist es ja leider nicht so, also nach wie vor nicht so im Frauengolf, dass man dann irgendwie ausgesorgt hätte. Ne? Also man muss danach noch arbeiten. Ach, und ja. Danach kam dann die Karriere nach der Karriere. Martina, du arbeitest jetzt auch als Trainerin, aber hast auch, was ich sehr spannend finde, als ja, Motivationscoach, Speaker und so auch immer wieder Auftritte. Ne? Ja. Was sind da deine Themen? Also ich bin vom Typ halt, also ich könnte nie eine Sache jeden Tag machen. Bei mir muss das immer ein ganz buntes Potpourri sein an unterschiedlichen Sachen. Also ich habe mich eigentlich auf drei Säulen gestellt. Das ist natürlich die Basis, mein Coaching, was ich liebe, was auch meine Berufung ist. Mich erfüllt nichts mehr, als anderen zu helfen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen. Dann mein zweites Standbein ist, ich mache sehr, sehr gerne und ich liebe es, viele YouTube-Videos. Ja, also genau. Es gibt einen englischen, einen deutschen. Genau, der große ist der englische und da gibt es den deutschen noch. Die dritte Säule sind tatsächlich Events. Ich hatte das Glück in meinem Leben, so viele tolle und interessante Leute auch kennenzulernen, die Veranstaltungen machen. Ich mache jetzt nicht nur klassische Golfturniere, indem ich sie organisiere, sondern ich helfe einfach, Events special zu machen. Ja, also zum Beispiel letzte Woche hatte ich ein ganz, ganz tolles Event für die Nikolaus-May-Stiftung. Und da durfte ich meinen sehr guten Freund Gerd Schönfelder interviewen. Mhm. Wer ihn nicht kennt, das ist ja unser Paralympics-Rekordsieger, also mit 22 olympischen Medaillen. Und das war halt einfach schon sehr special an dem Abend. Ich bin ja durch sämtliche Höhen und Tiefen auch gegangen. Meine Karriere auf der Tour war alles andere als ein Höhenflug. War schwer am Anfang, war wirklich, wirklich schwer. Auch das Ende war hart. Dann hatte ich auch noch sehr, sehr lange eine ziemlich harte Essstörung, womit ich auch sehr offen umgehe und ich versuche anderen damit zu helfen. Und für solche Sachen werde ich dann auch immer wieder gebucht. Das hilft mir, selber das auch immer wieder besser zu verarbeiten. Aber auf der anderen Seite kann ich wieder dieses Coach-Sein weitergeben, indem ich anderen damit helfe. So nämlich. Eieiei. Pressure is on. Schöner Schlag. Ein bisschen was geht auch dabei. Oh, der ist zu weit, oder? Oh. Schade. Das ist das Paar. Aber so gewinne ich natürlich keine Löcher gegen Martina. Ja, -2. +2 auf. Achso, ich kriege eine richtige Faust. Du kriegst High Five, Frau. Du kriegst alles, okay, weil das ist so gut gespielt. -2, stark, Martina.
Cool. Ja. Passt, oder? Ja, der ist gut. Die Golfsaison in diesem Jahr neigt sich ja so ein bisschen dem Ende entgegen. Und ich sitze gerade so ein bisschen an dem Fahrplan für den Winter. Also, was sollen wir tun? Ich werde natürlich viel mit Danny trainieren und ich werde live streamen. Und ich werde, Punkt, 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 ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Sachen schickt, die ihr sehen wollen würdet. Einfach in die Kommentare hauen oder mir direkt schreiben auf Instagram. Und dann versuche ich das im Winter umzusetzen. Ich sag's ja auch noch ein. Genau da liegt er. Bisschen links davon hast du gesagt. Ja, also. Perfekt. Martina hat sie gerade angesprochen, auch die Lowlights, die man natürlich hat während so einer Profisportlerinnenkarriere. Die Tiefpunkte. Was waren denn so die Sachen, an denen du wirklich zu knabbern hattest? Also wenn du sagst, ja, eine Essstörung und so, war das dann während deiner aktiven Zeit? Also wenn man von Highlights und Lowlights spricht, glaube ich, und da kann mir, glaube ich, jeder folgen, der, ob das jetzt eine Karriere im Sport oder auch im Beruf ist. Also es gibt meistens mehr Lowlights als Highlights, ja. Oder beziehungsweise muss ganz viele Lowlights durchlaufen, damit man zu diesen Highlights kommt. Und wie ich schon erzählt habe, ich war eigentlich echt eine gute junge Golfspielerin als Amateur. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt auf die Tour und haue sie alle weg. Bin auch noch Vierte in der Qualifying School geworden. Ja, und dann habe ich mich erst mal angeschaut. Also dann war es erst mal 2, 3 Jahre, wo ich wirklich nur schauen musste, dass ich meine Karte behalte. Und das heißt Top 80. Also viel Druck einfach. Ich wusste einfach, ich muss gut spielen, dass ich diese Kack-Karte behalte. Ja? Und es ist sich ja dann immer ganz gut ausgegangen. Ich habe es ja immer wieder geschafft. Und das ist aber nur, weil ich so eine brutalste Kampfsau bin. Es war so hart und ich hatte so viel Heimweh dann auch irgendwann, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat. Das heißt, wie viele Tage im Jahr warst du unterwegs? Also in meinem Top-Jahr, das war dann 2008, war ich 296 Tage weg von München. Große Golfspieler, männliche Spieler, die haben natürlich ein Team um sich rum. Ja. Das war bei dir nicht so? Wie viele Leute hattest das du dabei? Das kam dann ja. Ja, also ich, aber Mai, du, wie du schon gesagt hast auf der Damentour, obwohl mein Flug, mein Hotelzimmer, es kostet alles das Gleiche, aber es ist so ein Bruchteil, an was wir verdienen. Letztendlich konnte ich mir keinen Caddy leisten. Ich konnte mir kein Hotelzimmer leisten. Ich habe dann mir teilweise mit 6, 8 Mädels ein Apartment gemietet, wo eigentlich nur 2 vorhergesehen waren oder 3. Und das haben wir dann schon mal hingekriegt. War auch lustig zwischendrin, aber es war hart. Meine Mama ist dann oft mitgekommen. Die hat mir dann Caddy gemacht. Und die hat dann auch dazu geholfen, dass das Heimweh nicht so schlimm war. Na, aber jetzt hacke ich so in den Boden und hacke ihn ins Wasser. Aber er ist aufgekommen, also vielleicht habe ich da eine Chance. Aber der war jetzt nichts. Der erste nicht schöne Schlag. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Nee, da will ich aber gar nicht hin. Also ich wollte weiter links. Jetzt ist er vielleicht im Bunker. Es ist ja zum Glück in Anführungsstrichen nur rot. Das heißt, da kann ich den ganz gut spielen. Oh, der war nix. Oh ja, der ist gut. Super. Komm mal hier. Oh! Schade. Schönes Paar. Danke. Aber der ist drin. Immerhin der. Nie aufgeben. Na, das sowieso nicht. Du kriegst die Pärchen fast. Dankeschön. Ich nicht. Passt, oder? Ja, ja. Ja. Ja, der ist super. Ich hoffe, dass er. Also, da bist du schuld, gell? Ja. Also, wenn der jetzt zu lang wäre. Bei dem Loch geht es um 2 Punkte, haben wir gesagt. Wenn du von den Lowlights sprichst, ja, liebe Martina, würdest du denn zurückblickend alles so nochmal machen? Oder gab es da was, wo du sagen würdest, nee, das würde ich jetzt nicht wiederholen? Ja, schon. Also, ich würde sehr, sehr gerne aufs College gehen. Das wünsche ich mir auch so sehr für meine Kinder. Meine besten Freundinnen auf der Tour, das waren meistens die Schwedinnen. Die Schwedinnen waren eigentlich alle auf dem College und hatten eine mega Zeit. Klar hatte ich diese Spitzenförderung vom Deutschen Golfverband, war auch toll. Bitte nicht falsch verstehen, aber das College, das würde ich anders machen. Aber ich bin mir sicher, ich wäre trotzdem Profi geworden und ich hätte vielleicht das tatsächlich früher mal in Amerika probiert. Ich hätte nicht so lange gewartet, dass ich mir selber das Messer auf die Brust oder die Pistole auf die Brust gesetzt hätte, wo ich dann wusste, ich muss es eigentlich schaffen, sondern ich hätte es einfach auch schon mal früher probiert. Ah, der ist leider ein bisschen rechts. Gut, legt.
Aber noch auf dem Grün, glaube ich. Chip and Run. Aber da muss man natürlich viel Ballgefühl haben, aber ich glaube, Martina hat das. Schaut euch das an. Und übrigens, weil ich es gerade mitbekommen habe, die Leute beschweren sich immer, dass ich schnipse. Du schnippst auch. Selbstverständlich. Schon, gell? Ja, natürlich. Nicht Sit, das ist das Sit-Geschnipse. Ja, aber da musst du ein bisschen mehr Gas geben. Schon, gell? Also der war ja gar nichts. Turn. Oh. Oh. Bisschen bergab. Ja, aber es sind echt schöne Grüns, gell? Kann gut, man nichts, ne, sagen. Ja. So. Schenkt zum, das ist das erste Bogey auch. Ja, oder? Passiert. Passiert. Vergessen. Yes. Yes, nice. Also die hast du drauf. Ja, die sitzen heute. Ich nehme es paar. Komm, Pärchen, Pärchenfäustchen. Pärchenfäustchen. Nee. Halt dich. Der dreht leider nach rechts weg. Ja. Ja, sehr schön. Super. Schön, oh, Martina. War nice. Okay. Gut gemacht. Sehr gut gemacht. Danke. Yes. Sehr schön. Super, Sandy. Danke. Ja. Hui. Mit kleiner Ehrenrunde. Schönes Paar. Danke. Nochmal zweimal Paar. Das ist doch sehr solides Golf hier eigentlich, mal, oder? So, Fäustchen, Pärchen, Fäustchen. Zweimal sogar. Und dreimal. Leider hast du verloren. Stimmt. Aber. Ja, das ist genau auf dem Zielpunkt. Der war nix. Bisschen unter Wind durch. Oh. So, Martina, während wir jetzt zu unseren Bällen laufen, what's in your bag? What's in my bag? Ich habe vier Wedges. 60, 55, 50, 45. Und dann geht es bis zum 6er Eisen hoch. Also 9, 8, 7, 6. Und dann, ich bin eine Hybrid-Tante. Ich habe zum Beispiel anstatt meinem 5er Holz ein 3er Hybrid, weil ich damit einfach besser klarkomme. Ja. Ich habe einen steileren Eintreffwinkel, deswegen komme ich mit den Hybriden besser klar. Ja. Ja. Und dann deine Farben natürlich fallen gleich auf, also pinke Räder. Genau, also als mein Dreierholz hat ein gelber Griff und sonst immer pinke Griffe. Und wie halt auch meine Logos hier schon sagen, HIO ist meine Partner. Ja. Helix ist die Hausmarke und der Putter, den habe ich mir tatsächlich von einem Schüler ausgeliehen, weil er gesagt hat, der ist gut. Ja. Leider ein bisschen unterschlagen und dadurch habe ich es jetzt gleich noch sehr, sehr weit. Die ziehen gerade alle nach rechts weg, leider, meine Eisen. Bleib da. Dann mache ich irgendwas nicht gut. Naja, Mitte grün. Komm! Ja, nein! Ich bin nie ein Fan mit der Fahne drin. Naja. Mal, ich hab dir noch gesagt, der geht noch. Der geht noch. Sit, sit, sit. Oh Gott. Der war jetzt aber weit. Der war wirklich weit. Liegst du noch eins unter Paar? Stell dir vor. Yes. Oh. Super. Eins unter Paar, das stell ist super stark. Danke, Martina. Ich danke dir, Sebastian. Hat viel Spaß gemacht. Viel Spaß gemacht. Jetzt sind wir durch. 9 Loch, ging leider schnell. Es war ein bisschen windig, aber hat mir super viel Spaß gemacht. Leider habe ich jetzt nicht gewonnen gegen Martina, aber ich meine, wer eins unter Paar spielt und so gut spielt, der hat das natürlich auch super verdient zu gewinnen. Martina, eine Frage zum Schluss habe ich noch. Jetzt hast du letztendlich den Traum vieler Athletinnen und Athleten gelebt jetzt im Golfsport. Sowieso, du bist Profi geworden, hast es einfach durchgezogen, gemacht, warst auch sehr erfolgreich. Was würdest du denn allen Spielern, Spielerinnen mitgeben, die quasi in deine Fußstapfen treten wollen, die das auch machen wollen? Also das hört sich jetzt teilweise ein bisschen blöd an, wenn ich das sage. Es ist ja quasi so die klassische Aussage der Eltern, mach erstmal eine Ausbildung und dann schau mal weiter. Und ich weiß, es ist heutzutage im Profisport fast gar nicht machbar, dass man zuerst eine Ausbildung macht, weil die Zeit, die einem da flöten geht und vor allem eine Ausbildung, so viel Zeit hat man dann auch nicht mehr zum Trainieren. Klar, aber auf der anderen Seite, ich kann es nur aus meiner Erfahrung raus sagen, ich habe mich damals für das Golf entschieden und ich hatte da aber keinen Plan B mehr. So hatte ich so ein bisschen die Pistole auf der Brust, dass es klappen muss. Das ist halt not nice, ja, es ist halt nicht angenehm. Aber deswegen möchte ich jeden motivieren, die Schule gut zu machen,
wenn es geht, vielleicht ein bisschen ein Studium oder ein bisschen eine Ausbildung noch zu machen, damit man halt tatsächlich auch noch was in der Hand hätte, wenn man dann in die Profilaufbahn einsteigen möchte. Weil dass es nichts wird oder dass es nicht so krass erfolgreich wird, die Luft da oben ist so dünn. Ja. Und man kann daran zerbrechen. Ja, also ich möchte es niemandem madig machen, wenn jemand den Arsch in der Hose hat und es auszuprobieren, bitte machen. Ich motiviere jeden, einfach noch was in der Hand oder eine Idee zumindest zu haben, was Alternatives zu machen. Was denn jetzt, wenn Linda und Heidi kommen, deine beiden Mädels? Wenn meine Kinder das machen wollen und sie hätten das Zeug dazu, bitte, klar. Aber ich bin dann auch so frei, auch mal so eine Bremse zu ziehen. Das tut einem auch nicht gut für die mentale Gesundheit, wenn man dann einfach nie Erfolg hat. Mhm. Und wenn man dann einfach sagt, okay, ich gebe dir so und so viele Jahre, das probierst du aus und dann schauen wir mal weiter. Ja. Dann, das würde ich schon unterstützen. Aber prinzipiell, ich glaube, ich bin eine ganz coole Mama. Die dürfen sowieso machen, worauf sie Bock haben. So, und soweit ich das beurteilen kann, jetzt nach 2 Stunden mit Martina, kann ich das zumindest unterschreiben, dass Martina eine coole Mama zu sein scheint. Also, es war sehr, sehr schön, dich kennenzulernen. Martina, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich danke euch und dir natürlich. Ja, die Links zu Martina, Instagram, YouTube und sind natürlich unten eingeblendet. Wenn ihr jetzt heute keine Stunde gewinnen konntet, so könnt ihr natürlich jederzeit zu Martina gehen. Martina, vielen Dank, gut Golf, bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao. Gut Golf. Gut Golf.